Der Höhepunkt des närrischen Treibens ist der Axamer Umzug. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Voran gehen die Kinderwamperler, die von den Schirnen gefolgt werden. Die Schirnen stellen den Frühling dar und sind sozusagen die Vorboten auf die schöne Jahreszeit. Peitschenschneller, ein mächtiger Bär und noch viele andere Masken nehmen an diesem bunten Treiben teil. Die Axamer Fasnacht war immer schon eine eher raue Angelegenheit. Den größten Anteil am Umzug haben die Axamer Wamperler. Die Gegenspieler der Wamperler sind die Reiter. Sie versuchen, die Wamperler auf den Rücken zu werfen. Das sogenannte Wamperler-Reiten ist das zentrale Spiel bei der Axamer Fastnacht. Und hier gelten eherne Regeln. So dürfen die Wamperler von den Reitern nur von hinten angegriffen werden. Steht ein Wamperler mit dem Rücken zur Wand, muss der Reiter die Finger von ihm lassen. Liegt der Wamperler am Boden, und zwar nicht mit dem Rücken, muss ihm das gefahrlose Aufstehen ermöglicht werden. Ist er aber durch einen gekonnten Wurf eines Reiters auf den Rücken gefallen, ist er besiegt und hat ein Ganzes bekommen. Wer mit einem weißen Rücken und wenig Kämpfen durchs Dorf kommt, zählt zu den Besten, aber das geht nicht immer ohne Blessuren ab. Nach zwei Runden ums Dorf ist das Wamperler-Reiten beendet, und zwar, wichtig, noch vor den Betleuten.